Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Google hat sich auf seinem Mini-Event angekündigt, Android 4.3 ist ab jetzt erhältlich. Bei uns in Deutschland hat es noch ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist das Over-the-Air, das OTA-Update, aber definitiv draußen. Und wir machen wieder unsere Standardreise. Sprich, Einstellung ganz runter über das Telefon. Dann sehen wir hier noch unsere alte Version 4.2.2, Systemupdates einmal suchen lassen. So, und ihr seht schon, ich habe einmal schon zurückgesetzt und jetzt auf Überprüfen, dann wird es bei mir angezeigt. Wenn ihr jetzt das aktuelle Datum noch habt und ein Überprüfen gemacht habt und er behauptet dann, nein, das Update ist noch nicht verfügbar oder du bist auf dem neuesten Stand, dann zeigt deinem Android-Gerät doch den Stinkefinger. Also wenn es sich denn um ein neues Nexus-Gerät handelt, sprich Nexus 4, 7, 10 oder das Samsung Galaxy, Nexus, dafür ist das OTA-Update schon verfügbar. Also, wir gehen zurück, Apps, und machen jetzt einfach wieder unsere Standardreihe. Ganz rüber bis zu alle. Dann wollen wir runter G, das ist hier alphabetisch angeordnet. Und da haben wir Google-Dienste-Framework. So, einmal den Dienst beenden, einmal löschen und das war's. Und jetzt hoppeln wir zurück. Na, jetzt sind wir einmal zu weit gehoppelt und lassen das Gerät nochmal nach Updates suchen. Wenn ihr jetzt hier steht, der 1.1.1970, lasst euch davon nicht irritieren, das gehört einfach dazu. So, und rödel, rödel, rödel. Na toll, der Vorzeigefehler. Jetzt hat er es natürlich nicht gefunden. Das heißt, sowas kann auch passieren. Dann macht ihr diese Schritte nochmal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das kann bis zu, ich glaube, das meiste, was ich jemals gemacht habe, waren, glaube ich, 12 Mal diese ganze Reihe rauf und runter. Und da dann nicht die Hoffnung verlieren. Bei uns in Deutschland ist das Over-the-Air-Update für 4.3 definitiv verfügbar. Und deswegen machen wir es jetzt nochmal. Und auch nicht angezeigt. Das heißt, ich mache kurz einen Cut, bis es bei mir funktioniert. 12.07 Uhr. So, ich musste die Reihe jetzt noch dreimal machen. Ihr seht 12.08 Uhr, ich habe mich beeilt und wir sehen hier, das Update läuft. Download 169 Megabyte und im Text mit diesem Software-Update erhält ihr Nexus. Lesen, also fangen wir einfach nochmal neu an, ihr habt nichts gehört. Mit diesem Software-Update erhält ihr Nexus 4, die Android-Version 4.3 Jelly Bean. Hierdurch verbessern sich die Leistung und die Stabilität. Rufen Sie Kontakte direkt über die Wähltasten auf. Wenn Sie die Funktion in der Telefoneinstellung aktivieren, machen Sie sich außerdem unterwegs Google Keep Notizen. Und unter blablabla.com erfahren Sie mehr. Gut, also lassen wir das Update einmal kurz durchlaufen. So, und da sind wir wieder. Ein Neustart und ich glaube 2000 Apps mussten aktualisiert werden. Und es sieht aus wie vorher auch. Es bewegt sich auch wie vorher. Rüber, Einstellungen. Was wird denn da noch runtergeladen? Na, da ist noch nicht, der ist noch nicht wieder voll da. Sprachdateien für Google irgendwas. Oh, das Ding ist ja hoho, heiß, krass. Also, mein Nexus 4 glüht gerade förmlich. Also, das ist ein doch wohl sehr, forderndes Update. Ah, mit dem Telefon schon was abverlangt. So, wir gucken nach. Android-Version 4.3. Yippie-yay, wie war das nochmal? Klack, 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 klack. Und da seht ihr es auch nochmal, Android Jelly Bean 4.3. Damit sind wir durch. Also, OTA-Update draußen verfügbar für eure aktuellen Nexus-Geräte, das Galaxy Nexus hier in Deutschland. Fragt mich nicht, ob dieser Trick auch mit anderen Geräten funktioniert. Damit zwingt ihr nur, wenn ein OTA-Update für euer Gerät und in dem Land, in dem ihr euch gerade aufhaltet oder wo euer Internet gerade hinführt, da seid, da ist, dann könnt ihr damit das OTA-Update erzwingen. Alles andere führt einfach nur zu Frust und Verzweiflung. Das war's, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!